So, es geht weiter. Gut gefrühstückt, gefrühstückt, abendgegessen. Und jetzt tun wir noch ein paar Sachen verkaufen. Ich schaue mir alle mal an. Paar, es wären gut, aber da fehlen wichtige Eigenschaften. Das wäre noch gut. Nein, ist nicht so gut. Ja. Niemals. Die sind niemals so gut. Okay. Alles Schrott. So, man droppt unser erstes Legendary in diesem Part. Das letzte Mal haben wir so lange den Part gemacht, bis ein Legendary gedroppt ist. Und jetzt werde ich aber noch ein bisschen weiter aufnehmen. Ich möchte echt noch den ersten Akt durchdingen. Ich suche gerade das Item für den ersten Akt, das sind glaube ich Handschuhe. Ich glaube, der zweite Akt war das mit dem Ring, den ich schon habe, mit dem Set Boni minus 1, also der Set Bonus. Einmal schneller bekommen. Und jetzt ja, dass man ein Item weniger braucht, um den Set-Bonus zu bekommen. Ein Set weniger. Set-Item weniger und im ersten Akt weiß ich überhaupt nicht, was man bekommen könnte. Aber sie sind nicht so selten, also das ist das Gute daran. Das Gute daran ist das Gute darin, wie man von einer Werbung so gut, ja, immer wieder hört. Ein paar wiederverwendbare Teile gefunden. Wow. Phasenwerk ist noch gut, um die Aufmerksamkeit von mich abzulenken. Oh, ist der zäh. Den müssen wir unbedingt gleich treffen, wenn er die Rüstung verliert. Jetzt treffen. Gut. Nein, bitte, bekomm keine Rüstung. Nein, jetzt geht's schon wieder so lang. Nicht gut. Jetzt ist er tot. Gut. Na, oh, Handschuhe. Brauchen wir nicht. Ich brauche goldene Handschuhe, wenn schon. Okay. Beenden wir diese Ebene, die ist nicht gut zum Leveln. Weil es sehr zähe Gegner hat in diesem Gebiet. Suchen wir mal den Ausgang. Ja, hier ist der Ausgang, oder? Ja. Okay, dann haben wir dieses Rift beendet. Halt mit der letzten Ebene nicht vollständig erkundet, aber weil es so scheiße Gegner hat. So. Und jetzt werden wir die 5 Kopfgelder im ersten Akt machen. Dazu gehen wir zuerst in die alten Ruinen und machen es dem Weg entlang fertig. Eine verfluchte Truhe irgendwo. Okay. Die Gegner sind hier nicht stark, einfach ein bisschen zäh. Ah, man kann sich sogar durch den Ding bewegen. Durch die Mauer.
wenn man im Phasenwald ist. Sehr schön, also sehr guter Skill. Gut. Oh, ein Schwert. Ein Zweihandschwert. Gehen wir hier rein. Und schauen mal, was hier ist. Aha. Ein Amulett haben wir gefunden. Schauen wir mal, was dieses Amulett kann. Ich glaube, die Form kenne ich. Rondals Medaillon. Oh, ein sehr gutes Amulett. Nicht schlecht. Dankeschön. Kann ich gut benutzen. Kann ich gut gebrauchen. Und jetzt gehen wir weiter. Ich bin ein Skelett. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass wir nur ein Skelett sind. So, suchen wir die Kiste. Die ist hier unten. Schauen wir noch kurz hier. Haben wir ja auch eine... Nein, hier ist keine Höhle. Dann gehen wir hier runter. Ah, ein Nervengetue. Das sind blöde Gegner. Die Nerven. Verseucht Sphären. Oh Gott. Verseucht ist auch schlimm. Das macht auch viel Damage. So. Also. Gehen wir die Truhe aufmachen und los. Das schaffen wir wahrscheinlich nicht. Wir haben nur noch die Hälfte zäh. Die Zombies sind doch ein bisschen zu zäh für uns. Oh, hier ist sogar noch ein besonderer Zombie. Farnheim. Aber fast hätten wir es geschafft. Fast. Okay, macht nichts. Eine Truhe weniger ist nicht schlimm. Weil die Truhen sowieso nicht gute Items fallen lassen. Zum Beispiel hier nur zwei Items fallen gelassen. Schwach. Tötet Hauptmann Knecki. Also, da gehen wir hier. Ah, Kleck. Okay. Aber fast Knecki. So, was haben wir hier für einen? Können recht viel Schaden mit dem Wall machen, der am Boden fällt. Ach komm. Bin ich doch dort geblieben. Suchen wir den? Der ist hier drüben. Wir
müssen noch mehr Gegner töten. Wir haben erst die Hälfte. Okay, jetzt haben wir es gleich. So, den letzten noch töten. Ah, noch einen gibt's hier. So, jetzt haben wir ganz viele den kleine Viecher. Jetzt können wir den ganz easy besiegen. Mit unseren vielen Fetischen. So, das nächste Kopfhelge haben wir schon. Das dritte folgt sogleich. Ja, machen wir die Aranee. Die Königin. Da können wir durchrennen. Weil da müssen wir keine töten. Ah, das ist die Spinne, die einen kleinen Ding hat, Goblin. Oh Gott, überall Gift. So. Mal sehen, was die Spinne gefangen hat. Ein Goblin. Nicht abhauen. Bleib da. Yay! Aber ein Plan. Schade. Den Plan können wir noch nicht herstellen. Wir brauchen noch ein paar. Ja, wir können ein paar Unix wieder wiederverwenden. Also wir verwerten. Und dann haben wir genug von diesen Zutaten. Außer man braucht eine Unique-Zutat noch. Aber die können wir dann, wenn man weiß, was wer es droppt, leicht farmen. Es droppen eigentlich immer die einzigartigen Monster. Von irgendwo. Kann ich dann nachschauen, wo man die herbekommt. So, noch ein bisschen kam. Ja, haben wir. Jetzt haben wir zwei Truhen zum Auswählen. So. Prima. 142. Boah. Nicht schlecht. Dann gehen wir schon mal weiter. Hier geht's nicht weiter. Vielleicht noch mal südlich. Ja, und jetzt, hier haben wir einen Brunnen. Oh, nicht Sphären, die machen Schaden. Oh Gott, das ist ein schlimmer Gegner. Die sind so schnell, die kann ich nicht gut treffen. Aber jetzt habe ich ihn getötet. Und schon wieder nur Schrott. Ja, da geht's nach rechts. Gut, dass man das weiß.
Ja, wahrscheinlich südlich entlang. So. Hier? Irgendwo hier? Nicht. Nicht mal hier. Die Spinnenhöhlen sind nicht gerade gut zum Weiterkommen gedacht. Sind sehr verzweigt. Und schon wieder Sphären. Oh, das war ein guter Treff. Da hat es viele Monster getroffen mit einem Schlag. Ja, hier ist der Weg. Da können wir die Spinne noch töten, die große. Oben bitte. Also Spinni, komm. Ja, das ist. Ah, die haut immer ab, das nervt. Hallo? Ah, da bist du. Aber bitte nicht immer abhauen. Vor allem nicht dann, wenn ich die Ding habe. Die zwei Einsätze. Die kleinen Schinder. Okay, nur einmal darfst du abhauen. Hau ab. Ja, hau ab. Und dann setze ich die Schinde rein. So, bist du? Hier. Jetzt geht's schneller. Tot. Wow, ein Plan. Einen Plan. Okay, wir sind voll. Gehen wir kurz in die Stadt, verkaufen alles. Schauen wir den Setplan mal noch an. Dämonenleder habe ich noch nicht. Schwermetallverarbeitung habe ich bekommen. Dämonenplatte, Dämonenmark, Dämonenanimus. Das könnte ich eigentlich herstellen. Stell ich mal her die Dämonenplatte. Aber zuerst muss ich natürlich Sachen verkaufen. So. Und alles anschauen. Die? Nö. Nein, nichts Gutes. Also herstellen wir die mal einen. Nicht schlecht. Ja, können wir gebrauchen. Das Dämonenmark. Ah, jetzt haben wir solche vergessene Seelen nicht mehr und Dämonenhaut. Von welchem Gegner bekommt man Dämonenhaut? Ja, das ist das Problem. Aber wir haben bessere Schuhe schon, Hosen schon mal. Das wollte ich, weil. Ja, die anderen sind nicht so gut.
Bei der Rüstung habe ich schon gute eigentlich. Die wären da nicht viel besser gewesen. Aber eigentlich wollte ich ja die Rüstung herstellen, aber habe dann die falschen ausgewählt. Jetzt habe ich halt die Hosen. Aber die sehen richtig gut aus. Die haben Style. Da ist Logo der Krieger. Droppst du auch irgendwas? Nicht? Okay, schade. Vielleicht das nächste Mal, also die droppen nicht jedes Mal diese Sachen, aber ziemlich oft. Dann werde ich bis nächstes Mal mal die komplette Set, das komplette Set holen und werde dann... Okay, das bringt's eigentlich nicht, das Set. Weil nur 15% Schaden gegen Dämonen und ihr reflektiert manchmal Geschosse, wenn ihr getroffen werdet, ist eigentlich zu schwach. Was bringt es reflektieren, wenn man sie irgendwie 1000-mal stärker zurückbekommen? Ja. Also die Gegner. Aber nee. Ich will ein besonderes Set haben. Vielleicht finden wir auch ein besonderes Set. Und wir haben jetzt schon wieder bald ein Paragon-Level. Das geht so extrem schnell. Aber ich werde mal schauen, dass ich das gesamte Set so holen kann. Aber es wird natürlich sehr lange gehen, bis ich das gesamte Set herstellen kann. Oh, hier ist ein Boss-Gegner, also ein Elite-Gegner. Ach, lasst mich in Ruhe. Vor allem mit diesem Eiszeugs. Tiefgefrierzeugs. So, und hier Beweglichkeit. Jetzt bin ich nochmals ein bisschen schneller. Oh, das ist ein bisschen eine größere Höhle. Die geht ein bisschen länger zum Durchforsten. Da müssen wir auch alle Gegner töten in der zweiten Ebene. Hui. Das wird wahrscheinlich das am längsten dauern. Außer Rachne hat länger gedauert. Haben wir das auch? So. Weiter. Also so jetzt habe ich ungefähr schon 20 Stunden, 30 Stunden gespielt, Diablo 2, und ja, ich kann jetzt wirklich, ja, irgendwie gefällt es mir langsam irgendwie besser, aber natürlich auch noch nicht so gut, dass es Diablo 2 überholen könnte, oder Dungeon Siege 2, oder Sacred 2, oder Path of Exile. Die Rangliste momentan, was ich am liebsten spiele, ist Dungeon Siege 2 von den Action-Rollenspielen. Dann Path of Exile, dann Sacred 2 und dann erst Diablo 3. Und Diablo 2 spiele ich ja momentan nicht, weil ich es zuerst wieder installieren müsste. Und ich habe die Kassette, also die DVDs irgendwo. Weiß nicht, wo die sind, im Schrank. Und ja. Path of Exile kommt ja, das habe ich ja wieder, und Dungeon Siege 2 habe ich ja auch gekauft bei Steam, das kommt ja momentan auch, also fehlt eigentlich nur Diablo 2 in der Liste, und das würde an dritter Stelle sein. Dann wären nämlich beide Diablo in den hintersten Plätzen von den Action-Rollenspielen,
Oh Gott. Ist nicht so gut, ja, aber ihr müsst besser werden. Blizzard, reißt euch an den Riemen und gebt uns ein besseres Diablo. Wo bleibt Diablo 4? Oder wo bleibt ein gutes Addon für Diablo 2? Hä? Ich warte drauf. Aber eben, alles ist spielenswert. Alle machen extrem süchtig. Und deshalb werde ich auch zwischendurch Diablo 2 bringen. Diablo 3 meine ich. Und ja, eventuell später mal wieder Snake oder so. Ab da habe ich eben den Spielstand verloren. Ui, David. Ja. Da werde ich wahrscheinlich einen anderen Charakter nehmen. Anfangen müssen. Vielleicht ein Paladin oder so. Aber das kommt auch bald. Bald wieder. Aber am öftesten kommt Diablo Dungeon Siege 2. Zweitöftesten kommt Path of Exile und am dritthäufigsten kommt dann Diablo 3. Hier einfach zwischendurch ein paar Dinge, nicht richtig Let's Play, weil das Let's Play eigentlich schon lange fertig sein also ist. Habe ich ja nicht alles gezeigt. Nur hier die den fünften Akt habe ich gezeigt und hier die Kopfgeldaufträge. Die Nefalle im Rifts. So, noch der letzte Auftrag. Tötet Theorin Todessänger. Und wo ist er? Ah, ich weiß, wo der ist. Das sind nämlich zwei Gebiete. Leoriks Hof haben wir noch da oben. Und deshalb ist er auf dem Leoriks Ding. Jagdgründe und Hof. Da müssen wir jetzt hier nach oben. Noch nicht bereit. Oh, das sind ganz viele hier. Das sind Jagdgründe jetzt? Ja. Sind sie schon Jagdgründe oder sind sie im Hof? 50 haben wir. Wir müssen aber noch mehr haben. Mehr Gegner töten, bitte. Die Bäume töten, die sind am stärksten. Dann die Schamanen, die sind da oben. So. Hier noch die Beschwörungssachen. Gut. Ah, die sind dort oben, okay. Dann gehen wir zuerst in den Hof. Paar Elite-Gegner töten und gehen dann dort nach rechts. So. Na, wo sind sie? Elite. Ah, hier sind Champions. Ah, mit Reflexion. Das macht Schaden. Ja, dann habe ich ja noch Silverfall, aber das ist nicht so gut angekommen, das Video, wo ich darüber gemacht habe. Dann wird das in nächster Zeit nicht kommen. Aber wenn ihr wollt, dann sucht bei mir auf dem Kanal nach diesem Video von Silverfall und liked es. Dann sehe ich, ah, dieses Spiel will auch gezeigt werden. Es ist noch recht gut, also es war schon noch besser als Diablo 3. Aber es hat nie den Erfolg gehabt, darum ist es eigentlich für die meisten auch sehr unbekannt. Dabei hat es so ein gutes System zwischen Natur und Technik wählen und dann die Städte so ausbauen.
du hast auch nichts getroppt, du warst auch ein einzigartiger Gegner. Warst aber zu dumm, zum etwas zu droppen. Und jetzt können wir die Belohnung abkassieren. Haben wir hier noch was? Nichts? Okay. Dann gehen wir zurück und kassieren die Belohnung. Was gibt es für uns? Öffnen. Yay! Schulterschutz. Ich dachte, es wären Handschuhe. Vielleicht ist es ein anderes. Schulterschutz. Schauen wir die Schulterschutz an. Schulterschützer. Oh, Skelettkönig, das ist er. Aha, es ist ein Schulterschutz und kein Ding. Wenn ihr tödlichen Schaden erleidet, besteht eine Chance, dass ihr um 25% eures maximalen Lebens geheilt werdet und Gegner in der Nähe von Furcht erfüllt fliehen. Es sind halt nicht so gut, aber das sind die Akt 1 Armschienen. Also Schulterpanzer, nicht Armschienen. Und ja, dann brauchen wir eigentlich nur noch Akt 3, Akt 4, Akt 5. Oder Akt 2, Akt 4 und Akt 5. Keine Ahnung. Aber gut, dass wir die haben. Sie sind leider mit Geschicklichkeit. Darum sind sie nicht so gut, aber egal. Und ja. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Dankeschön fürs Zuschauen. Und ja, ich werde noch ein bisschen Paragon leveln und eben die Sachen holen, die Reagenzien, Dämonenhaut, und werde dann das nächste Mal sagen, wo man die Dämonenhaut bekommen kann. Da ist nämlich jetzt ein Platz frei. Okay. Und ja, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye.